Ja, Mahlzeit, meine lieben Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge Fix My City. Ich möchte mich natürlich in die große Riege der YouTuber wie Biffer und DBSim einreihen. Wir befinden uns hier auf dem aktuellen Let's Play von Marktus. Die ganze Serie verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Und er hadert seit längerem bei seinem Let's Play, dass der Verkehr nicht so ganz gut läuft. Ich habe ihm versucht, über die Kommentarfunktion zu helfen, aber das hat auch nicht so ganz geklappt. Also habe ich ihn dann irgendwann angeschrieben und gesagt, hör mal zu, schick mir mal bitte deinen Spielstand rüber. Ich möchte so oder so schon seit geraumer Zeit einen Teil machen, wo ich eine Stadt fixe. Und das kommt mir natürlich super gelegen. Bevor wir mit den Traffic Fix anfangen, muss ich ein bisschen was im TMPI ändern. Als erstes natürlich die Spawn ausschalten, sowie die verbesserte Fahrzeug-KI und die Parkplatz-KI ausschalten. Ebenso ändern wir das rücksichtslose Fahren. Zum einen ein kleines Wohngebiet und oben das Industriegebiet. In der letzten Folge hat er noch einen Güterbahnhof abgeschaltet, wo auch richtig viel Verkehr aufgelaufen ist, und zwar hier. Den habe ich natürlich wieder eingeschaltet, damit ihr seht, warum das da so falsch läuft. Und von den anfangs 74% sind wir jetzt schon bei 60%, und der Verkehr wird schlimmer und schlimmer. Aber wie wir sehen, haben wir auch nur ein paar Hotspots, die dann nachher den kompletten Verkehr nach und nach lahmlegen. Es ist also nicht so, dass wir ganz viele kleine Punkte haben, die ganz schwer zu beheben sind, sondern wirklich nur 3-4 Punkte überarbeiten müssen, und dann läuft das Ganze schon wieder. So zumindest ist die Theorie. Wie die Praxis aussieht, das werdet ihr gleich sehen. Denn das Theorie und Praxis auseinandergehen, werden wir jetzt hier auch gleich mal sehen. Das ist im Übrigen auch die dritte Aufnahme, die ich tätige. Dies aber nur, weil mir andauernd eine Mod in die Parade gefahren ist. Diese entfernt automatisch verlassene Gebäude, und auf einmal waren ganze Distrikte ohne Strom. Und die Stadt starb. Hier sehen wir schon mal das erste Problem, was wir hier haben. Und zwar die vierspurige Straße, die direkt an die Autobahn rangeht. Das darf natürlich nicht sein. Und da wir hier die Autobahn noch haben und genügend Platz, ist das natürlich prädestiniert für einen kleinen Kreisverkehr. Ich habe während der gesamten Aufnahme versucht, die Stadt eigentlich nicht großmäßig zu verändern. Sprich, die Gebäude, die da waren, die waren mir jetzt einfach nur im Weg. Die werden sich aber auch wahrscheinlich nochmal neu bilden. Hier versuche ich jetzt die Mitte des Kreisverkehrs zu machen. Auch hier versuche ich mich ein bisschen an dem Stil von Marktus anzupassen, wobei ich das mit den Kurven eigentlich recht cool finde. Ich glaube, das werde ich mal so übernehmen. So, hier bauen wir halt den stinknormalen Kreisverkehr hin. In einem Radius von 6 Units. Ja, die Auffahrten sind nicht die schönsten, das werde ich im Spielverlauf aber auch nochmal ändern. Und da in dem Bereich kein Bus fährt, habe ich hier mal einfach die Straßen von 6 auf 4 Spuren reduziert. Natürlich habe ich die Anschlüsse an der Autobahn direkt weggenommen und überflüssige Straßen gelöscht. Falls du welche noch davon brauchst, tut es mir sehr leid. Wobei, du spielst ja nicht mit meinem Spielstand, sondern mit deinem eigenen Spielstand weiter. Danach bin ich hingegangen und habe ein bisschen Mathematik betrieben. Hier an der Einfahrt haben wir einfach zwei Einbahnstraßen gehabt, die auf die Autobahn aufgefahren sind. Und hier mache ich die Ausfahrten ein bisschen breiter und stelle die Kreisverkehre so gut wie möglich ein. Hier fehlte noch ein Zugang vom Kreisverkehr in das Agrargebiet, also habe ich es nochmal nachgebaut. Da kann ich aber auch schon mal sagen, da kommt noch was nach.
das ganze Agrargebiet ist auch ein bisschen zu massiv, deshalb sind da auch so viele Verkehrsprobleme. Und des Weiteren sollte man so ein bisschen aufpassen, wenn man die Gebäude setzt, die Sachen fördern, dass man die ein bisschen mit zeitlichem Verzug baut, denn sonst fahren alle LKWs gleichzeitig los. Hier errichte ich einen neuen Güterbahnhof, und zwar ist das im Forstgebiet. Das habe ich gemacht, um den Güterbahnhof, der mitten auf der Karte gelegen ist, ein wenig zu entlasten. Des Weiteren habe ich noch zwei Bahnhöfe gebaut, um das Ganze so ein bisschen auseinanderzuziehen, was den Verkehr angeht. Denn natürlich sind die Sims darauf bedacht, ihre Waren so schnell wie möglich loszuwerden. Die Zugstrecke hier war ein bisschen tricky, weil sie über mehrere große Straßen hinweg führen musste. Ich habe versucht, so einen kleinen Mix aus effektiv und schön zu machen. Es ist mehr effektiv als schön geworden. Denn ich möchte ja eigentlich nur zeigen, wie etwas effektiv funktioniert und nicht, wie man es schön baut. Für die Schönbausachen sind meine Let's Plays zuständig. Ja, hier seht ihr, wie ich so ein bisschen mit dem Network Multitool arbeite. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Es ist ein super Tool. Ich würde behaupten, mächtiger als Moovit. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. So, an dem Kreisverkehr ändere ich jetzt auch nochmal die vierspurige Straße in zwei spurige Einbahnstraßen, die separat voneinander getrennt sind. Was der Ausdruck separiert doch eigentlich auch aussagt, oder? Na gut, auf jeden Fall habe ich die beiden voneinander getrennt und hier nochmal die Auffahrt zur Autobahn nochmal ein bisschen schicker gemacht. Und nachher natürlich den Kreisverkehr auch nochmal mit dem TMP eingestellt. Und da, wo es musste, habe ich natürlich ein bisschen Mathematik betrieben. Entweder habe ich vor oder nach den Abfahrten nochmal eine Spur hinzugefügt. Oder da, wo es sinnig war, einfach Spuren weggelassen. Diese Auffahrten sind auch ein super Beispiel. Abfahrten nur mit einer Spur und nachher auf zwei Spuren. Und die Auffahrten natürlich nur mit einer Spur. Auch hier haben wir wieder eine Abfahrt, die zweispurig ist. Die ändern wir natürlich zu einspurig. Und nur am Ende machen wir zweispurig, damit die sich ordentlich entscheiden können, wo sie hinfahren. Hier bereite ich nochmal einen Güterbahnhof vor für das Agrargebiet, damit die ihre Waren direkt nach außen hinwegbringen können und so der Verkehr auch ein bisschen besser reguliert wird. Aber auch nicht viel. Man muss auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass Güterbahnhöfe auch Traffic generieren. Hier versuche ich das Ganze anzuschließen ans bestehende Bahnsystem. Ja, am Anfang mehr schlecht als recht. Manchmal sollte man auch nicht immer am Anfang oder am Ende anfangen, sondern einfach mal in der Mitte. Denn die Brücke über die Autobahn zu führen, ist eigentlich das Schwierigere und sollte so als erstes gemacht werden. Vor allem die nur auf Konsole spielen oder wirklich rein Vanilla, ist, finde ich, das ein guter Tipp, denn ohne Energie kommt man halt nicht so einfach über die Autobahn drüber. Und man muss schon einen gewissen Winkel einhalten, damit der Weg nicht einfach viel zu lang wird. Hier führen wir dann halt auf die Hauptstrecke zurück und das Ganze ist angeschlossen. Und zum Ende hin arbeiten wir ein bisschen mit dem Multitool nach, so dass wir eine richtig schöne Abfahrt bekommen. Und wie wir sehen, haben die Maßnahmen gut was gebracht. Das Problem ist einfach nur, dass jetzt der Güterbahnhof, der auf der linken Seite an dem Kreisverkehr ist, komplett den Verkehr zum Erliegen bringt. Auch an dieser Hauptstraße mussten wir noch mal ein bisschen nacharbeiten. Genauso wie an manchen Auffahrten. Dort ging es dann doch schon ein bisschen arg wild zu. Und an ein paar Stellen mussten die Richtungspfeile neu gesetzt werden und die Vorfahrtsregeln. An manchen Kreuzungen macht es auch Sinn, den einfach freie Fahrt zu lassen. Denn wie hier zum Beispiel bei der Autobahnauffahrt, da fahren die nur von der einen Seite rein und behindern keinen anderen Verkehr. Und es sei natürlich auch gesagt, dass dieses Vanillakreuz nicht gerade das performanteste ist.
wenn man es schon verwendet, sollte man immer noch eine vierte Spur hinzufügen, so dass die auf jeden Fall wesentlich besser arbeiten. Jetzt haben wir ja gesehen, ich habe noch ein bisschen nacharbeiten müssen. Ja, Strom und Wasser an manchen Orten vergessen. Aber wir sehen, dadurch, dass die Güterbahnhöfe besser arbeiten, hat der eine Güterbahnhof, den wir am Anfang noch aktiv hatten, wesentlich weniger zu tun. Nur dieser eine Güterbahnhof ist mir ein bisschen auf den Senkel gegangen. Und ich musste mir überlegen, warum ist da so dermaßen viel Verkehr? Ich habe dann erstmal versucht, die ganzen Straßen ein bisschen besser einzustellen. Relativ viel mit dem TMPI nachgearbeitet. Aber irgendwie wollte die ganze Stadt nur zu diesem einen Güterbahnhof. Und das ist ja so ein bisschen das Komplizierte, wenn man so eine Karte übernimmt. Man weiß erstmal nicht, woran es liegt. Und ja, hier ist ein charmanter Fehler. Ich habe ja wirklich überlegt, wieso kommen da keine Güterfahrzeuge hin? Und als der Zug ankam, war es mir irgendwie klar. Dieser Bahnhof ist für Passagiere. Also abreißen, einen Güterbahnhof hinbauen, Gleise neu anschließen. Das hätte ich auch ein bisschen schöner machen können, aber zum Schönbauen sind wir ja nicht da. Es soll ja funktionieren. Nochmal einmal Wasser nachziehen. Wasser ist immer noch nicht da. Jetzt macht er den Knoten auch richtig hin. Und irgendwie habe ich es weggeschnitten, aber da kamen auch nochmal irgendwann Züge hin. Das ist ein anderer Bahnhof, den habe ich dann auch nochmal mit dem Multitool ein bisschen schicker gemacht. Ja, und das ist halt unser Sorgenkind gewesen, der wirklich den kompletten Verkehr schon fast zum Erliegen gebracht hat, weil da Jan und Alemann hin wollte. Also selbst von der anderen Seite der Karte sind die zu diesem Güterbahnhof hingefahren und ich habe einfach nicht verstanden, warum. Also ich habe es dann auch nochmal wirklich mit dem Verkehrsrouten-Tool nachgeschaut, wo wollt ihr alle hin, wo fahrt ihr hin, wo kommt ihr her? Und hier geht es wirklich bis auf die andere Seite der Karte und ich fand das schon sehr verwirrend. Also hier ist das Forstgebiet, wo wir gerade noch den Güterbahnhof geändert haben, wo ich also fälschlicherweise erst den Personenbahnhof hingesetzt hatte. Und irgendwie wollten die trotzdem alle aus dem Gebiet zu dem anderen Güterbahnhof auf der anderen Seite. Und ich konnte mir erstmal nicht erklären, warum, bis es mir dann irgendwann wie Schuppen aus den Haaren gefallen ist. Wir haben hier eine zweite Linie. Also eine weitere Verbindung in die Außenwelt und die wollen natürlich auch Güter exportieren und importieren. Das war mir bis zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass es halt nicht egal ist, zu welchem Punkt man exportiert, sondern dass die alle gleich viel Exportgüter haben wollen und dementsprechend die Fahrzeuge auch von der einen zur anderen Strecke fahren. Ich habe da noch ein bisschen versucht, mit Einbahnstraßen zu arbeiten, mal mehr oder weniger erfolgreich. Danke für die Straße und habe dann auch irgendwann einfach mal aufgegeben, weil ich erstmal nicht eine separate Linie ziehen wollte. Dort sieht man also, dass die Bahnschienen nicht mit dem anderen Schienensystem zusammen sind. Hier schalte ich das Ganze aus. Und schon springen die Werte komplett nach oben. Wir sind da also bei 76-77%. Hier ist halt ziemlich viel Verkehr. Das ist halt das Industrie- und Agrargebiet,
Da sind die ganzen Felder ziemlich nah aneinander gebaut und ja, man kann es halt auch nicht so wirklich verhindern, den Verkehr. Die wollen alle gleichzeitig los und wollen natürlich ihre Güter wegbringen. Und wenn die von den Feldern herkommen, dann wollen die natürlich erstmal ihre Sachen zwischenlagern. Fahren dann also zu den Silos hin, versuchen das dazwischen zu lagern. Und von den Silos aus geht es dann halt zur Weiterverarbeitung. Und wenn das alles so ganz nah aneinander gebaut ist, kann es da schon mal zu Problemen führen. Und wie man sieht, der Kreisverkehr ist wieder frei, der Verkehr läuft da wieder frei. Einfach nur, weil der Bahnhof komplett abgeschaltet worden ist. Und der Verkehr in den anderen Stadtteilen läuft auch wieder relativ flüssig, bis auf das Agrargebiet, wo der Verkehr aber auch nach und nach immer besser wird. An der Stelle habe ich dann auch nochmal ein bisschen nachgearbeitet. Habe mich also an das Lane Mathematics, ich liebe TH, erinnert und habe dann halt so ein bisschen ja, die Spuren aufeinander abgestimmt. Habe aus 3 Spuren 2 Spuren gemacht und dann eben oben aus der 6-spurigen eine 4-spurige. Habe halt auch hier mit dem TMPE nachgearbeitet, verhindert, dass sie also einfach wieder wenden und dann wieder auf die Autobahn fahren. Und den an diesem Knotenpunkt gesagt, sie dürfen einfach weiterfahren, so dass sie da nicht mehr abbremsen. Das hilft also eigentlich ungemein, dass die ja wesentlich schneller und reibungsloser diesen Punkt passieren. Und wie man sieht, der Verkehr löst sich schon ein bisschen mehr auf. Es kommt halt tierisch viel von der Autobahn runter. Und es ist halt immer ratsam zu sagen, okay, wenn ihr auf der Spur bleibt, dann sollt ihr bitte auch auf der Spur bleiben, um ein bisschen dieses Hin- und Hergewechsel zu vermeiden. Auch hier haben wir jetzt gerade das so eingestellt, dass jede Spur seine eigene Richtung hat, sprich geradeaus und Abbiegespur. Und auch hier legen wir noch ein paar Spuren nach, sodass sie besser auf die Autobahn drauf und wieder runterfahren können. Hier braucht es jetzt ein bisschen Zeit, bis sich der Stau ein bisschen aufgelöst hat. Da können wir uns nochmal andere Punkte angucken, wo es halt ja, noch ein bisschen staut. Wobei hier wurde es der Stau auch ein bisschen schlimmer. Also lohnt es sich auch nochmal in die Optionen reinzugehen. Rücksichtsloses Fahren kann man dann abändern. Verbesserte KI, das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Dass sie ordentlich die Spuren wählen. Realistisches Parken ist auch ganz angenehm. Und um das Ganze ein bisschen realistischer zu machen, schwere Laster bevorzugen die äußeren Spuren. Da kann man natürlich auch sagen, wie strikt das ausgelegt werden soll. Ganz strikt sollten wir hier nicht nehmen, das wäre dann auch wieder nicht realistisch. Denn wie wir alle wissen, kaum geht's bergauf, geht beim Brummifahrer ein Schalter nach hinten weg. Und er denkt sich, das kann ich überholen. So, und um noch mehr ja, von dem Traffic wegzunehmen, hatte ich mir angeguckt, wo so die Privatfahrzeuge hinfahren. Und der Marktus hatte ein Gewerbe- und Bürogebiet komplett gemacht, wo die Sims wie wild hingefahren sind. Und um den Druck da ein bisschen wegzunehmen, habe ich dann eine U-Bahn-Linie hingebaut. Und da diese durch das Industriegebiet geführt hat, habe ich da auch nochmal eben eine Haltestelle eingerichtet. Hier bin ich dann auch nachher nochmal hingegangen, um da den Verkehr ein bisschen besser ableiten lassen zu können. Und habe dann halt die komplette Auffahrt nochmal neu gebaut. Und auch die nachher mit dem TMPE ein bisschen nachgearbeitet. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es halt keine Standard 3-spurigen Einbahnstraßen gibt, wodurch man Kreisverkehre noch besser machen könnte. Also ich spreche jetzt hier von einem normalen Vanilla-Game. Da kann man natürlich auf die 3-spurige Autobahn zurückgreifen.
Aber wenn man jetzt nicht gerade mit dem TMPI arbeitet, dann heizen die dann doch schon ziemlich schnell durch den Kreisverkehr durch. Und das sieht dann vor allem bei Lastwagen ziemlich komisch aus. Denn die voreingestellte Geschwindigkeit ist ja 90 km/h und das setzt das Spiel dann halt auch um und versucht dann die Fahrzeuge mit 90 da durchzujagen. Aber wie wir sehen, hier hat sich der Verkehr komplett aufgelöst und es wird grün. Ja, nicht ganz grün, so ein bisschen rot ist er immer noch, aber es ist wesentlich besser als vorher. Hier geht der Verkehr auch ein bisschen zurück. Ich habe dann versucht, in einem angrenzenden Wohngebiet das ein bisschen besser zu machen. Habe natürlich erstmal prompt die falsche Straße genommen. Musste dann bei dem Zoning ein bisschen nachhelfen. Aber selbst das hat funktioniert. Dann haben die zwischendurch ein bisschen gemeckert, dass sie ihre Waren nicht loswerden würden. Aber auch dieses Problem ist kurze Zeit später weggegangen. Ja, hier habe ich jetzt ein bisschen wild hin und her gescrollt. Tut mir ein bisschen leid. Ich wollte halt gucken, wo noch ziemlich viel Verkehr ist. Und habe so manche Stelle noch nachoptimiert. Habe also an der Stelle gesagt, sie dürfen jetzt hier einen kompletten U-Turn machen, damit die nicht erst in die eine Straße reinfahren, da drehen und dann zurückfahren. Und dann habe ich mir nochmal meine selbst erstellte U-Bahn-Linie angeguckt, die komplett überlaufen war schon fast. Und dank des neuen Airport-DCs konnten wir hier auf die neuen Bahnen zurückgreifen, die anstatt 150, 180 Personen befördern können und ich glaube in der Grundgeschwindigkeit auch ein bisschen schneller sind, wenn ich das auf jeden Fall richtig habe. Ihr könnt mich ja gerne in den Kommentaren korrigieren. Also wir haben gesehen, die Linien, die brauchen auf jeden Fall wesentlich mehr Fahrzeuge. Das war jetzt aber auch nicht so ganz großes Problem. Wir hatten ja genügend Platz, so dass wir auf jeden Fall keinen Stau fabrizieren. Und die erste Haltestelle war natürlich mit über 700 Leuten total überlaufen. Aber es hat auf jeden Fall dem Verkehr gut getan. Denn da nun die Leute komplett und zwischendurch 100% der Leute vom Auto auf die U-Bahn umgestiegen. Damit wäre eigentlich die erste Folge fast fertig gewesen, aber es hat mir einfach keine Ruhe gelassen, dass ich das nicht komplett fertig machen konnte und auch nicht den Verkehr so hinbekommen hatte, wie ich ihn haben möchte. Im Budgetfenster ist mir dann irgendwann aufgefallen, oh, er hat bei den Straßen gar nicht die 100%. Das müssen wir auf jeden Fall hochsetzen. Und ich habe natürlich noch ein paar Straßenmeistereien gebaut. Die sind auf jeden Fall nicht schlecht, um den Verkehr noch besser zum Laufen zu bringen. Die habe ich dann auf den freien Flächen, so wie ich sie vorgefunden habe, einfach mal ein bisschen verteilt. Und der Verkehr war dann halt immer so zwischen ja, 81, 83, 85%. Und ich habe dann einfach mal geguckt, was ich noch so ein bisschen optimieren kann. Und habe mir dann nochmal das Agrargebiet vorgenommen. Hier habe ich mit dem TMPI noch ein bisschen nachgearbeitet. Und dann versucht, die ganzen Silos und Lagerhäuser von den Hauptstraßen runterzubekommen. Das sollte man tun, dies auch vermeiden, weil diese natürlich ziemlich den Verkehr aufhalten. Auch wenn sie nicht gerade direkt auf der Hauptstraße sind, wenn sie zum Beispiel wie die beiden Silos direkt da an der Hauptstraße sind, kann das den Verkehr dann auch schon gut beeinflussen. Und ich habe dann geguckt, dass die Fahrzeuge nur noch nach rechts abbiegen, damit sie nicht den Verkehr komplett aufhalten, sodass sie dann halt durch den Kreisverkehr wieder zurückfahren mussten. Ich habe die beiden Kiesstraßen, die ihr da seht, einmal die und ein Stückchen weiter oben, auch ein bisschen eingekürzt, sodass sie nicht direkt auf die Kreuzung drauflaufen, um so auch ein bisschen den Verkehr von der Straße da oben wegzunehmen. Ich habe dort zwar schon mit einer asymmetrischen Straße gearbeitet,
Aber die ist noch ziemlich überlastet, die Straße. Hier habe ich dann nochmal eine Straße hingebaut, die halt den Kreisverkehr direkt mit dem Güterbahnhof verbindet, um so halt auch den Verkehr von der einen Hauptstraße runterzunehmen. Ebenso habe ich die drei Straßen, an der jetzt die Lagerhäuser stehen, miteinander verbunden und die beiden Silos dann drangepackt. So konnte man auf jeden Fall ein bisschen den Verkehr von der Hauptstraße wegnehmen. Und es hat mir natürlich keine Ruhe gelassen, dass ich diesen komischen Güterbahnhof oben nicht angeschlossen bekommen habe. Das habe ich dann jetzt nochmal neu gemacht. Musste dafür erstmal einen Güterbahnhof wieder versetzen, so dass ich die Linie komplett nach hinten durchziehen lassen konnte. Hab dann auch wieder mit dem Multitool ein bisschen nachgearbeitet, so dass wir nicht die ganz großen Steigungen haben. Hier habe ich dann einfach die eine Verbindung mit der anderen Verbindung verknüpft, so dass auch die Waren von der einen Seite der Karte zur anderen Seite der Karte gefahren werden können. Und so auch keine LKWs mehr zu dem einen Bahnhof hinfahren müssen. Die können jetzt ihre Güter auf jedem x-beliebigen Bahnhof abliefern. Diese werden dann auf die Güterwaggons verladen und dann einfach per Zug auf die andere Seite der Karte gebracht. Dafür mussten natürlich dann noch ein paar Gleise verlegt werden, so dass die Bahnhöfe auch untereinander agieren können. Ich habe dann den Güterbahnhof wieder angeschaltet und einfach mal geguckt, was jetzt so passiert. Dass sich erneut ein Bock geschossen hat, konnte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht ahnen. Aber wie wir gleich sehen werden, wird jetzt gleich ziemlich schnell an dem Bahnhof wieder ein Stau entstehen. Und da kommen schon die ganzen Laster und stauen sich immer weiter nach hinten weg. Ich habe dann erstmal im TMP nachgeguckt, ob da alles richtig eingestellt ist. Und habe dann mit dem Notcontroller die Einbahnstraße ein Stück in Richtung Bahnhof verschoben. Das ist eigentlich ganz einfach. Man wählt mit gedrückter Shift-Taste den Knotenpunkt, den man verschieben möchte, und wählt dann den anderen Knotenpunkt aus. Und schon gleicht sich der eine Knotenpunkt dem anderen Knotenpunkt an. Aber wie wir sehen, hat es nicht wirklich was gebracht. Der Stau wächst und wächst immer weiter an. Und da ist es mir endlich aufgefallen, dass ich die Zugstrecke natürlich auch mit der anderen Seite verbinden muss. Denn so können jetzt auch die Waren von der einen Seite der Karte zur anderen Seite transportiert werden. Jetzt haben wir hier noch einen fehlenden Stromanschluss. Und da ich da kein neues Stromkabel hinziehen wollte, habe ich halt einen Erdbebensensor hingesetzt. Das funktioniert eigentlich auch recht gut, um mal eben Strom von der einen zur anderen Seite rüberhüpfen zu lassen. Und da mir hier noch ein Güterbahnhof fehlte, habe ich einfach einen noch auf die andere Seite gesetzt. Das habe ich aus dem Grund gemacht, weil ich die Befürchtung hatte, einen Stau zu fabrizieren, wenn ich den bestehenden Güterbahnhof mit der Strecke verbunden hätte. Auch hier wieder ein paar Nacharbeiten mit dem Network Multitool. Und schon hat das Ganze funktioniert. Hier habe ich nochmal die Anschlüsse von dem Kreisverkehr ein bisschen umgelegt. Einfach nur, um den einen Kreuzungsbereich, der vom Kreisverkehr aus generiert worden ist, ja, zu löschen und so den Verkehr etwas flüssiger laufen zu lassen. Und wie wir sehen, wird der zweite Güterbahnhof auch richtig gut angenommen. Und hier verlege ich jetzt einfach die Straße ein Stückchen weiter nach links, so dass sie in den anderen Kreuzungsbereich reingeht. Kreisverkehr nochmal neu eingestellt und schon läuft das Ganze.
Und natürlich sollte man, wenn man mit 3 Spuren nicht auskommt, auf 4 Spuren erhöhen. Ja, hier war noch ein bisschen Feinjustierung vonnöten. Aber wenig später war auch dort der Verkehr wesentlich weniger. Und auch der Verkehr hier zum Güterbahnhof hat sich mit der Zeit dann auch verringert. Das war jetzt einfach nur an der Anfangszeit. Wie im wahren Leben ist es halt auch bei City Skylines so, kaum eröffnet ein neuer Laden, müssen erstmal alle sofort dahin fahren und gucken, was da so Neues gibt. Dann habe ich auch noch mal kurz die U-Bahn-Linien überprüft. Die liefen jetzt auch alle wesentlich besser als vorher. Wobei bei der Stadt der öffentliche Nahverkehr natürlich noch viel weiter ausgebaut werden kann. Ich denke, dass da Busse und auch die Straßenbahn noch mehr zum Einsatz kommen könnten. Vor allem die Straßenbahn läuft eigentlich nur in dem linken Teil. Und das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Cityfix. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich konnte euch ein paar Anregungen bieten. Und wenn ich auch eure Stadt mal überprüfen soll, dann schreibt mir ruhig in die Kommentare rein. Ansonsten gilt wie immer, Feedback ist immer erwünscht, ob positiv oder negativ. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und es bleibt mir nichts anderes zu sagen, als euch einen schönen Tag zu wünschen und wir sehen uns demnächst. Bis dann, euer Ötte. Tschüss.